Allzu große Sprünge hat IBE in dieser Saison noch nicht gemacht. Das Derby gegen Thun sollte die Wende bringen. Das Bemühen ist jedenfalls von Beginn weg zu erkennen. Fünfte Minute, Moreno Costanzo gibt schon mal die Richtung vor. Und gleich nochmals Costanzo. Noch ist das Visier nicht ganz korrekt eingestellt. Die erste Thuner Chance gibt's erst im Regen. Freistoß, Marco Schneuli, 28. Minute. Und Wölfli. Scharf in die Torwartdecke geschossen, aber der IBE-Keeper lässt sich nicht erwischen. Auf der anderen Seite Raimondi. Nuzzolo. Und Marcos Bruder Christian Schneuli mit dem Tor. 32. Minute, IBE führt 1:0 durch Christian Schneuli, den man von Thun zurückgeholt hat. Weise Entscheidung. Schön die Vorarbeit von Nuzzolo bis zur Torlinie durch, dann in den Rücken der Abwehr gespielt und schließlich keine Chance für Torhüter Favre. Und gleich nochmals Raphael Nuzzolo, der für viel Wirbel sorgt. Hier erkämpft er sich den Ball, setzt sich durch gegen mehrere Rote und wird gefoult. Penalty für IBE. Bettig geht zwar zum Ball, berührt ihn auch ganz leicht, unglückliche Aktion und harte Entscheidung. Christoph Spiecher übernimmt die Verantwortung und trifft souverän zum 2:0, 34. Minute. Ja, genauer kann man einen Penalty nicht verwandeln, 2:0 der Pausenstand vor 22.200 Zuschauern. Die erste Chance der zweiten Halbzeit hat der FC Thun. Benjamin Lüthi. Vorbei, aber von Veskovac umgesäbelt. Glück für IBE, der Ball zwar schon weg, schmerzhaft ist es trotzdem. Lüthi muss später ausgewechselt werden. Kurz danach Farnerud. Mit viel Platz, dann Costanzo, Majuka, 3:0, so wird eine Abwehr ausgehebelt. Majuka zwar im Abseits, aber passiv, der Pass geht zu Costanzo, dann neue Spielsituation, alles korrekt. Nach 55 Minuten ist das Berner Derby entschieden. Kurz vor Schluss hat IBE gar die Möglichkeit zum 4:0, Witkiewicz vergibt leichtsinnig, trotzdem IBE gelingt mit einem nie gefährdeten Sieg der Befreiungsschlag. Ja, ich hoffe es schwer.